Ein kleiner Nachtrag zu meiner neuen Dashcam. Ich habe das ja hier versucht mit so einem schwarzen Klebeband. Sieht halt doof aus. Da habe ich mal rumgefragt, ob nicht jemand einen 3D-Drucker hat und ob derjenige mir nicht hier eine Kappe drauf drucken kann. Am besten natürlich in schwarz. Naja, da hat sich der Andreas gemeldet. Happy Shooting-Hörer. Hallo? Hallo, Andreas? Und der hat einen Drucker. Der hat einen 3D-Drucker. Und der kennt sich mit 3D aus und hat mir eine Kappe dafür gemacht. Ich habe das mal so Pi mal Daumen gemessen. Und jetzt ist Post gekommen. Jetzt bin ich mal gespannt. Es gibt einen kleinen Haken dabei. Das hat nichts damit zu tun. Das ist eine Retrieverleine. Zugstopp-Halsbänder. Okay. Ja, wir haben keinen Hund. Aber ich kenne jemanden, der hat Hunde. Gebe ich weiter. Vielen Dank. Here we go. So, und das ist jetzt der Haken. Ich möchte ja hier eine Kappe haben. Hier vorne vor ist ja so ein kupferfarbener Ring, der sehr auffällig ist. Und das muss ja nicht sein. Und der Andreas hat aber leider kein schwarzes Kunststoff zum Drucken gehabt. Deswegen ist es orange. Aber man kann das lackieren. Ich habe so ein Grundierungsspray und werde mir noch schwarz-matt Spray holen und dann kann ich damit testen zum Lackieren und das andere ist dann das Finale. Ja, cool. Ob das drauf passt, dazu muss ich natürlich den Kleber abmachen. Den Kleber mache ich erst ab, wenn ich weiß, ob ich das lackieren kann, sonst... Es folgt ein Nachtrag dazu. Danke, Andreas. Sehr geil. Ich weiß noch, als ich meinen ersten neuen Nadeldrucker hatte. Der konnte verschiedene Schriften drucken. Yay. Matt-schwarz. Ist 17 Uhr. Läden haben noch offen. Los geht's. Kunststoffgrundierung haben wir hier. Ja, damit soll man sowas grundieren können, damit dann die Farbe besser haftet. Ansonsten habe ich hier noch Gelb. Das macht's nicht besser. Und deswegen hole ich jetzt Schwarz. Alles bekommen. Blumenerde. Für die Tomaten. Einen permanenten Stift. Wasserfest. Kann man immer mal gebrauchen. Und matt schwarz. Ob ich heute noch zum Lackieren komme, weiß ich nicht. Vielleicht wenigstens mal zum Grundieren, weil wir haben die Woche noch eine Beerdigung. Meine Schwiegeroma, 88 Jahre. Alles gut. Bis fast zum Schluss noch zu Hause gewohnt. Im eigenen Haus konnte sich noch fast selbst versorgen, also vieles noch selbst erledigen. 88 Jahre. Ist traurig, ist Leben. Ja. Da ist jedenfalls Beerdigung und ich muss mal gucken. Da hat Tanja Bilderrahmen besorgt. Und ich soll da noch ein Bild von der Oma ausdrucken. Ja, das geht erstmal vor, weil das muss fertig werden. Das hier hat Zeit. Da schauen wir mal. Wo sind denn die Bilderrahmen? Ein Bilderrahmen, 30x40, aber ein schönes Passepartout. 20x27, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Der hier, also quasi das gleiche nochmal in klein, 20x30 mit einem 13x18 Passepartout. Jetzt weiß ich nicht, ob die ein Passepartout haben wollen, fände ich ja schön. Kann ich beides drucken, 30x40, großes Papier, A3 Plus Drucker habe ich. Ich habe gerade gemerkt, dass ich alles, was ich beim Obi gedreht habe, nicht aufgenommen habe. Kamera eingeschaltet, vergessen den roten Knopf zu drücken. Ey, wie bekloppt kann man sein? Sehr bekloppt. Zwei Minuten gründlich schütteln. Go. Sollte reichen, ne? Decklackierung schon nach 15 Minuten.
Timer, 15 Minuten. Dann kann ich in der Zwischenzeit schon mal Papier suchen. 15 Minuten sind um. Wie schaut es dann aus hier? Zwei Minuten schütteln. Das muss ich nochmal üben, das geht bestimmt auch mit ein bisschen weniger Farbe. Nach 45 Minuten grifffest, nach 60 Minuten überlackierbar. Timer, eine Stunde. Mal gucken, ob das noch matt wird. Eine Stunde ist um, aber das sieht noch ziemlich feucht aus. Ich glaube, ich war ein bisschen arg großzügig mit der Menge. Ich lasse das mal noch ein bisschen trocknen. Ich glaube, ich muss mal einen Kurs machen, wie man mit diesen Sprühdingern umgeht. Mal ein bisschen bewegen, damit das nicht festbackt. Mal gucken, wie matt das noch wird und wie gut das hält. An einer Stelle habe ich schon gesehen, schimmert noch ein bisschen durch. Da bin ich nicht richtig rangekommen. Aber ich lasse das jetzt erstmal vernünftig trocknen. Ich glaube, heute mache ich hier erstmal Stopp. Trocknet hier so vor sich hin. Alles ist gut. Ich habe gerade zwei Fotos ausgedruckt für die Beerdigung und jetzt versuche ich gerade das Bild in den Bilderrahmen zu bringen. Der große Bilderrahmen hat einen Passepartout. Die Schwierigkeit ist, wenn man so ein Bild hat, wie kriege ich das ins Passepartout, sodass die Ränder da nicht drauf sind. Das sieht nämlich so aus, wenn ich das hier drauf lege. Und jetzt kann ich nicht genau sehen, wo die Ränder sind. Glücklich ist der, der einen Leuchttisch hat. Jetzt kann ich hier nämlich wunderbar sehen, da, dass hier ihr Anhänger zu sehen ist. Wenn ich das jetzt hier so reinhänge, ist der Anhänger abgeschnitten, also den Anhänger will ich haben. Lieber oben die Haare ein bisschen anschneiden, aber den Anhänger drinne. Ja, eine schöne Anwendung für so einen Leuchttisch, ganz flach mit LED, findet ihr überall im Netz, kostet nicht viel. Okay, ich bin gerade nach Hause gekommen und habe mir mal meine Lackierkünste, angesehen. Also dieses Exemplar gar nicht so schlecht, da auch schon einigermaßen matt. Da ist die Oberseite, da glänzt es noch ein bisschen, da ist ein bisschen viel Lack drauf. Aber ansonsten sieht das schon ganz gut aus. Mit dem zweiten Exemplar, da habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar habe ich das zum Trocknen auf die breite Seite gelegt und dann ist es hier auf der Unterlage festgebackt. Da auf der breiten Seite, auch bei dem anderen Stück, ein bisschen viel drauf ist, werde ich jetzt Folgendes versuchen. Ich werde das einfach oben wieder ein bisschen abschmirgeln und die Oberseite einfach nochmal neu vorsichtig besprühen. Versuch macht klug, ne? Das mit dem Abschmirgeln ist eine ganz coole Idee. Also man könnte vielleicht auch wirklich viel drauf pumpen und dann wieder ein bisschen abschmirgeln, wird es auch schön matt. Das kann erstmal wieder trocknen. Eilt ja nicht, ne?